Willkommen zurück bei Riders of Icarus mit Fironia und ganz neu dabei Endjani, dieses süße kleine Knuffelvieh. Oh mein Gott, da putzt es sich schon wieder. Es ist so süß. Ich habe erstmal meine Kapuze ausgeblendet, ne, dass man noch mal Haare sehen kann, weil ich finde das immer so ein bisschen schade, wenn unter dem Helm komplett das Outfit verschwindet, beziehungsweise die Haare verschwinden. Vielleicht wäre dann so eine Haarspange doch gar nicht so verkehrt im Vergleich zu der Kapuze. Jedenfalls müssen wir hier den Hafen so ein bisschen unsicher machen, beziehungsweise einige Quests erledigen. Wir müssen hier Drachen töten und Eier sammeln. Und da kommt schon der erste Drache angeflogen, den wir jetzt doch durchaus mal aus dem Weg räumen können. Ich werde gleich, glaube ich, die Framerate-Stabilisierung doch wieder reinsetzen. Ja, ich habe... oder lasse ich die erstmal draußen? Na, jetzt für den Kampf mache ich die mal rein. Warte mal. Das war hier unter Einstellungen und Optimieren. Zack. So, können wir schon eine neue Kiste? Nein, erst in 15 Minuten können wir eine neue Kiste aufmachen. So lange müssen wir jetzt hier noch durchhalten. Und sowieso erstmal Eier sammeln. Eier sammeln? Ja, Eier sammeln. No? Wir brauchen noch 3 Stück. Und müssen noch 4... Oh mein Gott, es wird dunkel. Gruselig. Müssen noch 4 von den Drachen erledigen. Und brauchen dann noch... das Tagebuch von dem Leuchtturmwärter und müssen Pestleichname finden. Uah. Schön, dass sie uns in ein Pestgebiet schicken, ne? Wir sind voll der unverzichtbare Held, aber wir können das ja ab. Oh, ja. Dunkelheit bricht über die Stadt hinein. Man sieht schon, dass hier irgendwas Schlimmes passiert ist. Zum Glück gibt es hier jede Menge von diesen Drachen, die wir nicht tamen können, also die zählen nicht in unsere Sammlung, können auch gar nicht als Flugpet getamed werden. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, also ich meine, die sind zwar ganz hübsch, aber auch jetzt nicht so spektakulär mega geil. Außerdem, wir sind so perfekt ausgerüstet, also ich glaube, wir werden niemals ein Problem mit unseren Pets bekommen. So, da sind diese Pestleichname, die müssen wir jetzt nochmal abfliegen. Ah ja, wäre natürlich gleich angegriffen von solchen Ghoulen. Von einigen solchen Ghoulen. Los, stirb. Solchen Ghoulen, ey. Boah. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Okay, im Nahkampf geht auch. Auch von dem kleinen Indiani aus, der so niedlich ist. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar, auf dieses kleine süße Hoppelhäschen. So, da sind wieder 2. 3 sogar schon. Okay. Vorher waren es noch nur 2. Na, vielleicht wird es auch schwerer, je weiter man sich in die Stadt hinein bewegt oder je weiter man die Quest sozusagen fortschreitet. Wenn ich echt ungern irgendwelche Seuchenopfer untersuche, weil... Oh Gott. Wo ist er? Da. Oh, 3. Ja, dann sind wir auf dem Dach gespawnt. Auch gut. Zum Glück kann man ja hier einfach mal von dem Dach runterspringen, ohne dass man sich gleich irgendwie die Beine bricht oder sowas. So, da ist der letzte. Dann fangen wir die auch wieder auf zum Vordach hier spawnen. So. Nee, die sind einfach auch mal gespawnt. Lebensenergie geht langsam zur Neige. Würde ich jetzt doch uns mal einen Trank gönnen. Okay, dann brauchen wir noch das Tagebuch des Leuchtturmwärters. Leuchtturmwärter steht natürlich oder ist natürlich auch am Hafen. Da drüben ist der Leuchtturm. Das sieht erstmal gut aus. So, dann fliegen wir mal hier rüber. Und da habe ich doch schon den Pfeil gesehen für das Tagebuch, was er hier hinter dem Haus in einer Kiste versteckt hat. Interessant. Interessanter Punkt, wo man sowas verstecken kann, ne? Ja, wunderbar. Das ging doch schneller, als ich befürchtet hatte. Das heißt, wir können jetzt einmal schon zurückfliegen. Und dann wieder auf die Titanenplattform, wenn ich das richtig sehe. Ja, auf die Titanenplattform. Ich hoffe, wir landen jetzt hier nicht gleich in der Alpha-Wand, weil das sieht so aus wie eine Region, über die man normalerweise nicht rüberfliegen sollte. Und manchmal ist ja Riders of Icarus so, dass die dir einfach mal eine Wand in den Weg pflanzen.
Aber das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. So, wir müssen hier schon mal wieder ein bisschen aufsteigen, damit wir gleich hoch auf die Plattform kommen. Okay. So, jetzt geht's einmal hier hoch und wir können wieder mit Marin oder Marin reden. Marin? 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 Marin. Hi, Marin. You have your mission. It's time to set sail for Parnas Coast. Ja, habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Habt ihr gehört, was sie gesagt hat? Habt ihr es gehört? It's time to set sail to Parnas Coast, hat sie gesagt. Rede mit Skippus. Nee, Reise mit Skippus zu Parnas Küste. Wir haben es endlich geschafft. Hooray! Hooray! Auf geht's nach Parnas Küste. Wie sieht unser Inventar aus? Ist auch egal. Wir haben da einen Händler. Kiste? Nein, 10 Minuten. Okay. Hallo Skippus. Bring mich zu Parnas Küste. Ja, da wollte ich doch die ganze Zeit hin. Ja, ja. Leontonsia. So klein gegen diesen riesigen Titan. Die Strecke ist auch so weit, dass nicht mal mehr der Mantarochen reicht. Wir müssen gleich einen riesigen Wal reiten. Was ich echt mega finde. Wir landen in einem Ladebildschirm von Parnas Küste. Wo man schon sagen muss, hey, ist das nicht schön? Ich mag diese Bäume, wo hier diese Leuchtfäden, würde ich ja fast sagen, irgendwie mal so runterhängen. Und auch diese komischen Pflanzen sind das ja schon fast. Das sind sehr, sehr natürlich gehaltene Lampen, die da stehen. Das ist echt schön. Und ab Parnas Küste, ich hatte es ja schon mal angesprochen, gibt es jetzt Umgebungseffekte. Und diese Umgebungseffekte betreffen teilweise uns, teilweise oder hauptsächlich unsere Pets. Hier in Parnas Küste sind es jetzt oder ist es jetzt das Pet, was leider betroffen ist von dem Umgebungseffekt. Ich werde euch das gleich mal kurz demonstrieren. Wir haben ja noch Al-Shai dabei. Der dürfte nicht so gut klarkommen mit der Kälte hier. Aber auch da haben wir ja schon vorgesorgt. Wir sind ja nicht ganz unvorbereitet, wenn man schon die ganze Zeit davon träumt, nach Parnas Küste zu, oder was heißt träumt, oder darauf hinarbeitet, nach Parnas Küste zu kommen, ist man natürlich auch nicht unvorbereitet. Während wir darauf warten, dass das Spiel sich endlich mal fertig lädt. Diese riesigen, kriegerischen, halb Fisch, halb Menschwesen nennt man Merumi. Die leben in einem Bereich von Parnas Küste. Also die scheinen auf jeden Fall mit der Kälte klarzukommen. Na los. Na los. Jawohl. Hallo und willkommen bei Parnas Küste oder bei Parnas Küste. So, wir bewegen uns jetzt mal hier noch keinen Zentimeter. Ich möchte euch mal zeigen. Ich glaube, man kann es hier bei dem Pad gar nicht sehen. Wir hopsen jetzt hier mal runter. Und nehmen uns jetzt mal, wer kommt denn nicht mit der Kälte klar? Ja, ich glaube, Al-Shai dürfte nicht klarkommen mit der Kälte. So, genau. Al-Shai als ein Pet aus den Hochländern von Hakanas, einfach nur ein Elite-Pet, bekommt sofort einen Debuff, und zwar Parnas Frost. Die Gefährtenhöhe ist um 400 gesunken. Ja, okay, gut, das ist eh ein Bodenpet, aber beim Flugpet wäre das natürlich frustrierend. Bewegungsgeschwindigkeit ist um 30% gesunken, und das heißt, wir sind hier im absolut langsamen Modus unterwegs, wenn wir mit Al-Shai hier versuchen, uns zu bewegen. Und die Keteren können, glaube ich, gar nicht erst fliegen. Na doch, sie können fliegen 50 Meter hoch. Und natürlich auch in einer Geschwindigkeit, die einfach mal inakzeptabel ist. Weil die einfach hier von Frost betroffen sind. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Zum einen können die heroischen Pets dem einfach widerstehen. Also unser Iyumi ist genauso schnell wie sonst auch, ist komplett nicht davon betroffen. Das seht ihr hier an diesem gelben Wirbel, der neben dem Pet dann sozusagen auftaucht. Ab Heroic ist das eigentlich allen egal, woher die jetzt sind. Also es könnte auch,
Gott, ich habe ja nur Heroics aus den späteren Gebieten, aber der Lirudes müsste es eigentlich auch aushalten können. Das Rentier sowieso, es ist ja eh ein Weihnachtsrentier, das hat hier auch diesen, diese legendäre Aura, weil es halt lila ist, hat es halt eine lilane Aura. Also die kommen damit ohne Probleme klar. Ich will meinen. Ich könnte jetzt hier vielleicht schon mal das erste Pet. Ich habe so wenig heroische Landpets. Aber das ist auch nicht schlimm. Dann nehmen wir jetzt. Wir nehmen jetzt mal. Lepanos ist schon so hoch. Ach, wir haben jetzt mal Melani. So. Na, also die kommen damit, denen ist das vollkommen egal. Es gibt auch eine Ausrüstung, die ihr fertig machen könnt. Der hat einen Set-Effekt, wo dann die Kälte komplett unterdrückt wird. Ne, also falls ihr jetzt sagt, oh, ich habe aber kein Heroic und kein legendäres Pet und kriegt das alles nicht hin, dann könnt ihr dem immer noch ein Set über Gefährtenforschung geben. Also die Gefährtenrüstungsherstellung. Und damit kriegen die das auch hin. Video. I knew Rhonda would return to the Frost Keep. He has the princess under heavy guard. They will not get away from us this time. Ja, das hoffe ich mal. Ach, jetzt müssen wir hier von der Strandkrabbe fliehen. Nicht, dass die uns gleich angreift. Fliehen, ne? Oh, Hilfe, eine Strandkrabbe. Ach, die sind auch passiv. Ich glaube, die tun uns gar nichts. Ja, so. Wir starten jetzt mal in die Schilfswacht. Das ist die erste Stadt sozusagen, in die man hier kommt und müssen einmal mit dem Dorfältesten reden, was Nicholas Cole ist. This is the end of Reedwatch. Thank you. Hallo und willkommen. So, genau. Hier wird euch nochmal erklärt, ne? Oh Gott, Kälte ist viel zu kalt. Na, da müsst ihr echt mal so ein bisschen aufpassen. Und wir kriegen natürlich die ersten Quests, um hier die Stadt so ein bisschen kennenzulernen. Wir sollen Essen kaufen, warme Schuhe und eine hübsche Puppe bei den einzelnen Händlern. Oh, wie süß. So. Ja, das überlegen wir uns auch, ob wir Streichhölzer kaufen, ne? So. Jede Menge Quests natürlich, logischerweise. Nichts anderes haben wir hier erwartet. Wir sind in einem komplett neuen Gebiet. Ihr findet hier auch alles, was ihr hier benötigt. Wir haben hier die Schmuckherstellung, wir haben hier den Handelsmakler und den Lagermeister. Also auch hier die Stadt ist komplett ausgebaut. Wir werden als allererstes mal, bevor ich jetzt hier mich rausbegebe aus der Stadt, mal den Rückrufpunkt hier an diesen Schrein setzen. Denn den habe ich immer noch in, oh Gott, ich glaube Kellwald hatte ich den. Brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Und ich will mal kurz gucken. Jawohl, guckt euch das an. Wir haben hier 5 Kanäle. Wir können wieder wechseln, wenn es überlaufen ist. Oder könnten. Ja, Freude, Freude, Freude. So. Wir brauchen eine niedliche Puppe. Oh, 10 Silber. Ah, was tut man nicht alles? Was tut man nicht alles für so ein kleines Mädel? Ich glaube, wir müssten hier reingehen. So. Nein, können wir natürlich nicht mit unserem Pet rein. Hat der. Browsing, never heard anybody. Ah ja, der hat die Schuhe. I'll see you again soon. So. Und dann gucken wir mal, dass wir hier. Ah, da wird so weit. Hier unten war doch ein Händler, ein Essenshändler. Hier. I never realized how much we need in a roomy trade. Hier haben wir. Was sollten wir kaufen? Leckeres Essen, ne? Sehr schön, die Definition, ne? Leckeres Essen. So, hier, kleines Mädel. Guck mal. Ich hab dir ein paar Sachen mitgebracht. Ja, okay. Ja, ich kauf Streichhölzer von dir. Ah. Erhalte duftendes Kraut.
Ja, das kriegen wir hin. Toll, jetzt haben wir Streichhölzer. Schön, kann man gut gebrauchen. So, wir müssen mit Santiago, dem Fischer, reden. Und alles hier in der Umgebung erledigen, was wir nur erledigen können. Wo ist denn Santiago, der Fischer? So, der ist hier drüben. Müsste hier drüben sein. Da unten. Da ist er. Hallo Santiago. Erhalte Marlin. Finde Stadtmitte. Und dafür kriegen wir Klamotten. Was? Für die Stadtmitte sollen wir... Was? Was ist das denn für eine Quest? Okay. Na los, spring da drauf. Ist voll hübsch, ne? Ich finde den Brunnen voll hübsch. This is the end of Reedwatch. So, erhalte gestohlene Habseligkeiten. Boah, hier sind so viele Quests jetzt aufgeploppt. Wir werden gleich erstmal alles verprügeln, was hier einfach nur um die Stadt herumkreucht und fleucht. Fischernetze überprüfen und hier drüben ist auch noch eine Quest aufgeploppt. Das habe ich doch gerade noch gesehen. Hier, von Riley Stewart, dem Drachenritter. Okay. Also, ich würde sagen, wir fangen mal an und prügeln uns unseren Weg um Schiffwacht herum. So. Hier ist erstmal das duftende Kraut, was wir einsammeln werden. So. Hör auf zu quietschen. Bist du süß? Und... Na ja, gut, der greift uns an. Das war eigentlich abzusehen. Das war eigentlich echt abzusehen. Okay, die sind unser Level. Das heißt, ab hier könnte es dann auch wieder ein bisschen anspruchsvoller werden. Kannst du vielleicht mal angreifen? Danke. So. Okay. Okay, die sind echt, im Vergleich zu dem, was wir jetzt gewohnt waren, ein bisschen anspruchsvoller, ne? Okay. Also jetzt nicht unschaffbar, ne? Aber schon ein bisschen anspruchsvoller. Okay, was mir nicht gefällt, ist, dass immer noch so ein paar Frame-Einbrüche sind. Obwohl wir jetzt in einem Bereich sind, wo mehrere Channel sind und sich die Sachen ein bisschen verteilen sollten. Ha! Ich will das gleich mal testen, dass wir mal nicht in der 1 sind, sondern in meinem Lieblings-Channel 5. Ach, erstmal will ich jetzt die Dings, das Kraut noch einsammeln. Weil genau dafür haben wir das ja gerade freigeschossen. Ja, mir gefällt das nicht, dass die Framerate so droppt. So, wir versuchen es mal mit Kanal 5. Ah ja, wir sollten das vielleicht nicht in Bewegung machen. So. Ladebildschirm. Ladebildschirm. Das geht relativ zügig. Das ist ganz angenehm. Dann holen wir uns mal Disrabini an den Start. Und dann müssen wir einfach mal alles hier an Gegnern töten, die es hier wirklich so rumfliegt. Beziehungsweise hier, der Marlin ist schon tot. Das ist ja ein Fisch. So. Okay, der Blick haben wir gerade gar nicht sichtbar. So. Ganz schön aggressiv hier, die Fauna schon wieder. Ja, okay, wir haben ihm auch seinen Fisch geklaut, ne? Ich glaube, das mag... Was? Hat er einen Kreisel dabei gehabt? Ich will nochmal was versuchen. Ach, das habe ich schon. Okay. So, du kleiner Pegelikan. Was frisst du auch einfach irgendwelche komischen kleinen... Weiß nicht, was war das denn? Was war das denn? Ein Kreisel? Oder ein Zahnrad? Ein Kratteil. Okay. Ah, zum Glück ist der Fisch hier wieder respawned, also direkt wieder angespült worden. Auch alles gut.
So, was haben wir hier? Da dürfte dann wahrscheinlich noch ein Fisch liegen. Ja. Damit haben wir dann auch alle Fische gesammelt. Wir brauchten nur 3. Ja. Frostkreische müssen wir jetzt gleich besiegen. So, da ist die Strandschildkrabbe. Oh, sehr schön. Ich habe gerade einen Vogel gehört. Der Vogel ist nicht. Der Vogel ist unsichtbar. Was ist das denn? Der Vogel ist unsichtbar. Was geht denn hier? Da. Zwei, es sind 2. Was ist denn hier los? Was ist das? Was soll das? Warum sind hier die NPCs oder die Mobs teilweise unsichtbar? Der Beutel ist auch weg. Sind wir so unsichtbar? Das gefällt mir gerade gar nicht. Da, guck. Da ist nichts. Ich versteh's nicht. Also, falls da einer einen Tipp für mich hat, woran das liegen kann, sagt mal gerne Bescheid. Vielleicht war es hier lag's hier an dem Optimieren. Ah, wir müssen erstmal einen Heiltrank nehmen. So, Strandschildkrabbe. Okay, ich glaube, es lag an dem Optimieren. Na. Ja, da ist auch der Beutel wieder. Spannend. Sehr, sehr spannend. So, wir müssen jetzt noch Netze hier überprüfen. Krabbenfleisch brauchen wir noch. Die Schildkröten, sind die passiv oder... Ah, die werden uns, glaube ich, gleich angreifen. Oh, die werden uns gleich angreifen. Ah, vielleicht bemerkt sie uns ja nicht. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ja, okay, gut. Das war... Oh, die andere ist auch hinter uns her. Gar nicht mehr gehört, dass es geblinkt hat bei der. Ja, ich mag unseren AOE-Damage. Ich würde mir jetzt noch wünschen, dass er vielleicht weniger Cooldown hätte. Dass wir den häufiger verwenden können. Okay, da war die erste Schildkröte erledigt. Zweite. Folgt auf dem Fuße oder auf den Flüsschen. Die watschelt ja die ganze Zeit hier so hinter uns her. So. Dann können wir noch das Netz hier untersuchen. So, wir haben genug Fischernetze. Jetzt müssen wir noch Krabbenfleisch sammeln. Dafür sind wir ja auch schon an der richtigen Stelle. Immerhin huseln hier diese Strandschildkrabben rum. So ein bisschen eher... Ja, das sind Krebse, ne? Das sind so Einsiedlerkrebse und das... So. Okay. Passt. Dann brauchen wir noch 2x Krabbenfleisch. Okay, wir können ihn nicht definitiv nicht umwerfen. Oh, dabei sind wir doch so umwerfend. Okay. Na. So, passt. Rabini sieht auch noch gut aus. Unsere Gesundheit gefällt mir nicht ganz so gut. Versuchen es nochmal. Nein. Gut, macht auch Sinn. Hat einen Panzer. Da wird natürlich einiges abgeblockt. Okay. So, Krabbenfleisch. Passt auch. Dann würde ich sagen, wir bandagieren uns jetzt mal. Wir brauchen das auch, was hier sozusagen noch bei uns im Inventar rumschwurbelt. Damit wir die Plätze dann haben. Und ich bin ja zu geizig, so ein Zeug einfach wegzuwerfen. Und deswegen verwende ich das dann gerne so im Laufe der Zeit. Man muss auch einfach mal dran denken, dass man das macht. So, das passt auch. Dann müssen wir jetzt... erhalte gestohlene Habseligkeiten. Ich glaube, wir müssen ein Stück hier aus der Map rausfliegen. Ah ja, hier, Frostkreischer. Da sind... Wieder die, die ich so unendlich hübsch finde. Wo ich ja den Tipp bekommen habe, so ein oder zumindest Linnik zu tamen und dann entsprechend hochzurüsten. Und dann könnte der auch durchaus mit einem Heroic konkurrieren. Und ich glaube, das werden wir dann auch mal machen, sobald wir Linnik haben, dass wir den dann mal aufleveln und ausrüsten. Denn ich finde den einfach mal so ultra cool.
Na, okay, läuft. Und dann haben wir hier drüben noch einen Frostkreischer und einen werden... Werden wir uns einen tamen? Ich muss gleich mal gucken, ob wir überhaupt noch Platz haben. Wir haben jetzt hier so viele Keteren oder saphirblaue Blutwürmer für unsere Siegelsteine in Zukunft. Okay, haben wir noch Platz? Einen Slot haben wir noch. Einen Slot haben wir noch. Ah, ich will einen haben, der so ein bisschen am Rand ist. Der hier. Um das... Scheiße. Okay, wir nehmen den. Vielleicht fliegt der auch nicht in den anderen rein. Das ist nämlich ein ganz großes Problem bei beim Tamen in so einer großen Herde. Dass die durchaus auch mal zu den anderen rüberfliegen und die einen dann die ganze Zeit angreifen. Und ja, einfach auch mal töten können, während man gerade tamed. Und da unsere Lebensenergie gerade schon wieder nicht ganz so gut aussieht, sehe ich durchaus das Risiko. Na? 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 Lass dich doch bitte zähmen! Bitte! Oh mein Gott! Nein! Oh, das habe ich verkackt. Das habe ich verkackt. Bin ich ganz ehrlich? Habe ich verkackt. Haben wir überhaupt noch? Okay. So, ganz ruhig. Hatte leider auf die falsche Taste gedrückt. Hehe! Ja, es ist schwer. WASD sind jetzt nicht so die Tasten, mit denen ich viel arbeite. So. Ja, geht doch. Läuft doch. Und der Frostkreischer, erstens, dass er mal ein cooles, der hat ein cooles Design, ne? Hat auch hier kein Problem mit der Kälte. Zumindest in den ersten Bereich von Panas Küste. Später wird es ja noch ein bisschen kälter. Und auch da wird er dann davon betroffen sein und ein bisschen langsamer. Aber wir haben erstmal hier, also hier findet ihr auch relativ zügig dann ein Flugpad, was euch gegen die Kälte hilft, was eigentlich gar nicht mal so verkehrt ist. Oh, wir sind jetzt schon fleißig auf dem Weg zurück. Wir brauchen natürlich noch die Quest, die wir vielleicht erledigen sollten. Die sollten wir vielleicht noch machen. Und zwar müssen wir Piraten... Müssen wir noch einen Frostkreischer töten? Offensichtlich, dann machen wir das doch mal. Ach, der kostet auch nur 4 Bändigungspunkte. Das ist nicht gut. So, bam. Ein bisschen ausweichen vor den anderen. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Elite-Frostkreischer, so wie Lynik. Die Piraten stehen einfach nur auf dem Boot, auf dem sich wiederum die Items befinden. Ich frage mich, ob wir jetzt vielleicht draufspringen müssen auf das Boot. Oder ob wir das auch so platt kriegen. Ja, das sieht gut aus. Eine schwebende Truhe ist auch gut. Okay, der hat sich zurückgesetzt. Aber das ist nicht schlimm. Okay, das sieht gut aus. Er hatte sich wieder zurückgesetzt. Oh, ich hasse das. Ich hasse das so, dass die sich manchmal einfach zurücksetzen und dann... Kann man drauf einprügeln, wie man möchte? Nein, die setzen sich wieder komplett auf Null zurück. Da schon wieder. Mit welcher Begründung? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay. Okay. Wisst ihr was? Wenn sie so wollen, dann... Gehen wir halt aufs Boot. In der Hoffnung, dass wir das vielleicht überleben werden. Aufpassen. Das Schöne ist ja, solange wir nach hinten ausweichen können, sind wir ja zum Teil immun gegen Schaden für einen kurzen Moment. Was uns durchaus hier auch weiterhilft und auch mal den Allerwertesten rettet. Oh nein, jetzt ist der andere Pirat da schon wieder respawned, weil wir so lange hier rumgetrödelt haben. Oh nein, ich kann nicht ausweichen. Oh mein Gott, ich kann nicht ausweichen. Und kann ich wieder einen Trank nehmen? Wir müssen uns vielleicht unbedingt erstmal eine Keule reinprügeln. Ja, okay, super. So, dann haben wir nochmal diese Truhe. Und dann hier diese ganz leise. Ganz leise da hinten schleichen. Okay. Okay. Okay, er hat uns erkannt. Er hat uns entdeckt. Gut, das war natürlich auch so ein bisschen offensichtlich, dass der uns erwischen würde. Auch wenn er nicht gepiept hat, das fand ich ein bisschen schade. Hätte wenigstens piepen können, um uns vorzuwarnen. Okay, wir sterben gleich. Nein!
Wieso? Wir sind zu mutig gewesen mit unseren wenigen Lebenspunkten. Wir brauchen doch nur noch einen blöden Sack. So. Texturloses Endjani, flieg uns darüber. Wir versuchen jetzt einfach nochmal kurz den... Ich will nur noch diesen... Ja, Schildkröte ist mir egal. Ich will noch diesen einen Sack stibitzen. So, welchen... Ah, hier den auf der... Der Bootsspitze. Vielleicht kriegen wir den. Bevor uns der Frostkreischer erwischt. Jawohl. Passt. Passt. Nicht sie weg. So, wir nehmen unsere... Naja... Öhrchen in die Hand. Und fliegen wieder zurück zum Land und haben schon mal jede Menge Quests hier in Pandas Kiste abgeschlossen. Alles so rund um Schildwacht herum. Kranteile haben wir zurückbekommen. Oh, Fischernetze. Lass mal die ganzen Quests hier abgeben. Jo. Hallo, kleines Mädchen. Bring me as much as you can. Hat sie uns nicht gerade losgeschickt, dreimal duftendes Kraut zu holen? Jetzt schickt sie uns los, sechsmal duftendes Kraut zu holen? Kriegt auch den Hals nicht voll, ne? Okay. So. Oder ist es dieses typische, erstmal um eine kleine Sache bitten und dann, wenn man das erfüllt hat, gleich um eine große Sache bitten? Ach, naja, da muss die Kleine nicht rausgehen. Ist auch gut. So, nutze den Kran und töte Wölfe. Das kriegen wir hin. Wir müssen ja einfach mal die komplette Fauna auslöschen. Frostkreischer haben wir erledigt. Und können wir noch was abgeben? Mit Jordi, dem Fischer. Ja, genau, hier drüben müssen wir ja noch reden. So, hallo Jordi. So, aber... Doch, das sieht erstmal ganz gut aus. Ich will mal gucken, wir sind jetzt ja ein... wir hatten ja ein Level-Up. Ob wir irgendwas Neues gekriegt haben. Oder ob einfach nur unsere bestehenden... Oh, cool. Okay, das ist cool, cool, cool. Um zu gucken, ob wir vielleicht mal was Neues gekriegt haben oder ob wir nur die bestehenden aufgelevelt haben. Das sieht so aus, als hätten wir nur die alten Sachen aufgelevelt. Okay. Cool. Jo. Auf zu quietschen. Level 27. Drücke da. Okay. Cool. Also das wird lustig, wenn wir jetzt hier weiterkommen. So, ich suche mir jetzt mal einen schönen Platz. Ich würde sagen, einmal im Kreis fliegen ist schon mal richtig super. Hier oben. Hier ist doch ein schöner Platz. Oder? Ist das ein schöner Platz? So, genau. Hier können wir jetzt nämlich wunderbar die Abmoderation machen. ja, wir haben es endlich nach Pandas Küste geschafft. Wir werden hier natürlich jetzt in den nächsten Wochen Zeit zu bringen. Es ist ein sehr großes Gebiet. Ich glaube, bis Stufe 40. Ich glaube, es war 35 oder 40 sind wir in Pandas Küste unterwegs. Das heißt, noch eine ganze Weile dürfen wir uns hier an dem Schnee erfreuen. Und ich bin sehr froh, dass wir wieder in einer Mehr-Channel-Situation sind. Auch wenn mir diese Frame-Einbrüche oder beziehungsweise das... Entweder brechen die Frames ein oder die NPCs verschwinden. Also ich bin nicht so happy über die Situation momentan. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten Tagen gibt. Vielleicht habt ihr noch Tipps, was ich noch einstellen könnte oder müsste, damit ich da vielleicht ein bisschen stabiler die Framerates zustande bekomme. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr viel Spaß hattet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und ciao! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonnentchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke!